Ich werde natürlich berufsbedingt andauernd gefragt, ob ich ein Buch oder irgendwelche Hilfen empfehlen kann für das Lernen von Java. Drei Sachen habe ich Ihnen hier mitgebracht, zwei Bücher und eine sogenannte Lerntafel, die ich alle drei empfehlen kann. Die Nützlichkeit richtet sich an Ihren Vorkenntnissen, wie gut oder schlecht Sie im Unterricht oder Vorlesungen mitkommen oder etwas nacharbeiten möchten. Und wie viel Sie auch zu Hause lernen wollen. Schauen wir uns zuerst einmal die Lerntafel an. Das ist eine wunderbare Übersicht über eine Kurzübersicht über alles, was Sie so über Java an Begrifflichkeiten und Zusammenhängen lernen möchten. Diese Tafel klappen Sie auf. Dann haben Sie hier was erklärt. Und dann noch die Rückseite. Es sind insgesamt ungefähr im DIN A4-Format ein bisschen größer, drei Vorder- und drei Rückseiten. Halte ich sehr gut geeignet für Anfänger, die sich einen Überblick verschaffen wollen, mit dem begrifflichen Teil noch Schwierigkeiten haben und einfach einen Überblick bekommen müssen über eine Sprache, die sie neu und in kurzer Zeit lernen möchten. Das nächste Werk von Michael Koffler. Ein sehr kompaktes kleines Buch, was aber erfreulicherweise Java 8 abdeckt, kostet gerade mal 13 Euro, also knapp 13 Euro, und ist wie von Koffler gewohnt sehr kurz und knapp, aber deswegen nicht unbedingt oberflächlich. In der Knappheit liegt manchmal das Risiko, dass das eine oder andere nicht tief genug erklärt wird, aber es kommt, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis sehen. Absolut alles vor. Sogar ganz kurz wird Java FX erwähnt. Und er hat auch ein paar Übungen da drin in diesem Buch. Hilfen. Es bleibt also eine kompakte Darstellung, aber die auch mit ihren Codebeispielen sehr gut auf den Punkt kommt und Ihnen weiterhilft, etwas zu verstehen. Das ist ein Buch für alle, die das kompakte Lieben, es sind trotzdem 400 Seiten fast, die das kompakte Lieben, vielleicht auch schon eine Programmiersprache können und deswegen nur eine Zusammenfassung, eine Übersicht brauchen und nicht zu viele Details wünschen. Dagegen ist das Buch von Kai Günster, Einführung in Java, ebenfalls aus dem Rheinwerk Verlag, wie eben das auch. Das war früher Galileo Press, inzwischen Rheinwerk Verlag. Das etwas teurer zu Buche schlägt. Hier sind wir mit ungefähr 30 Euro dabei. Das Werk wiederum bringt Ihnen aber auch so ziemlich alles in ausreichender Tiefe. Wenn Sie hier die Einführung sehen in Algorithmen, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass man hier kommt mit einem ersten Programm. Sie können sich orientieren und dann ist wirklich alles haarklein erklärt. Die Variablen, Datentypen. Wir haben hier die Entscheidung, also das If wird Ihnen in Ruhe mit Beispielen und Übungen nahegebracht. Das ist sehr schön gebaut, geschrieben, sorry, geeignet für das Studium zu Hause. Auch wichtige Themen, Sie haben es schon rechts unten hier in der Ecke gesehen, wie Unit-Testing bleiben nicht aus, also das Testen von Software und vieles weitere. Alles sehr detailreich. Das Heimstudium in jeder Hinsicht geeignet. Nur damit Sie mal einen Vergleich bekommen, ich habe mal nachgeschlagen unter der Methode. Was ist eine Methode? Wie diese verschiedenen Werke hier daran gehen. Hier heißt es unter Methode, wir versuchen es ein bisschen scharf zu kriegen, Methoden fassen Anweisungen unter einem symbolischen Methodennamen zusammen. Die Methode kann unter diesem Namen aufgerufen werden und führt dann die enthaltenen Anweisungen aus. Das ist ziemlich auf den Punkt, was es ist, eine Methode, und sollte Ihnen als Anfänger dann weiterhelfen, wenn Sie so etwas schon mal gehört haben im Rahmen der Vorlesung. Der Koffler auf Seite 169 kommt die Methode und er spricht hier. Das ist ausbarer, führbarer Code von Java-Programmen, der sich in Methoden
befindet. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzukommen. In allen bisherigen Beispielprogrammen gab es nur eine Methode und jetzt erklärt er, wofür man Methoden braucht. Definiert es nicht unbedingt, aber kommt sofort auf der nächsten Seite schon mit einem Beispiel als Einführung, sodass man ihm sehr gut folgen kann. Hier sind die Methode 1, Methode 2. Auch mir gefällt diese Darstellung. Sie ist schön kurz. Dann kommen auch die Syntaxregeln, was mir sehr gefällt, damit man weiß, wie man richtig Methoden schreibt. Hat hier eine sehr kompakte Übersicht. Sie sehen schon, nach wenigen Seiten sind wir sogar bei der Rekursion. Der Kai Günster auf Seite 131 legt er los mit den Methoden. Da heißt es bei Ihnen, eine Methode ist eine Abfolge von Instruktionen, die unter dem Methodennamen zusammengefasst werden. Ähnlich wie auf der Lerntafel die Definition. Aber dann geht es wesentlich gemächlicher als beim Koffler zu, beim Günster. Sie sind viel kleineres Beispiel. Referenzen, Parameter, Rückgabewerte. Auch das wird in Ruhe und sauber abgehandelt in diesem Buch. Alle drei Werke kann ich Ihnen empfehlen. Das von Kai Günster, für den, der ein sehr umfassendes Werk sucht. Der Koffler. 30 Euro, 13 Euro, der Koffler, beide übrigens Java 8 vollständig und die Lerntafel, die allerdings nur Java 7 abdeckt, für alle, die eine schnelle Übersicht haben möchten, zum Programmieren lernen, alleine reicht das alles nicht. Die Lerntafel reicht dafür nicht, die zwei Bücher sind da schon dann eher geeignet. Viel Spaß damit!